Der Herkules vibriert auf seinem Sockel. Tausende Besucher sind heute zum hr-Studiofest in Kassel gekommen. Mit viel Live-Musik, Bühnenshows und Mitmachaktionen hat sich unser Studio präsentiert. Da war Spaß und gute Laune garantiert, trotz der Regenschauer. Wir waren für Sie dabei. Tausende von Zuschauern bejubelten heute die Gruppe Bella Vista und andere Schlagerstars von hr4 beim großen hr-Studiofest in Kassel. Und es gab ja so viel zu sehen. Männer fielen vom Dach, es schneite mitten im Sommer. Menschen verschwinden mit raffinierter Technik. Hörfunk und Fernsehen in Nordhessen präsentieren sich Hörern und Zuschauern ein Riesenfest, das sehr gut ankommt. Wie finden Sie denn dieses Fest hier heute? Ich finde es sehr schön, trotz Regen. Und ich bin auch glücklich, hier oben sein zu dürfen. Es sind wunderbare Auftritte hier und man kann sich wunderbar verpflegen. Und ich bin auch eine bekennende hr-Hörer und Seherin. Super, das müsste öfters gemacht werden. Das hat mir ja sagen lassen, alle 2 Jahre. Und ich finde das ganz gut, wenn die Leute mal informiert werden, was eigentlich dahinter steckt, Fernsehen. Ne? Die sogenannte Blue Box zum Beispiel ist was ganz Besonderes. Mit ihrer Hilfe kann man sich vor jeden beliebigen Hintergrund stellen und sich sogar verschwinden lassen. Toll. Draußen wird zur gleichen Zeit ein Mann angezündet, natürlich ganz professionell. Die Stuntmen und ihr Chef arbeiten für den Tatort und viele andere Spielfilmproduktionen der ARD. Nach maximal 60 Sekunden wird gelöscht. Und während einige gewollt aneinander geraten und ihre Kunst im schmerzlosen Prügeln zeigen, sucht man auf der hr4-Bühne die besten Sängerinnen Hessens, die neuen Hessen-Stars. Maria Di Marco ist die erste auf der Bühne. Ich glaube, dass wir schon in Hörfunk, Fernsehen und Online Programme machen, die wirklich für alle Menschen in Hessen geeignet sind. Und der große Besuch beim Studiofest zeigt, dass die meisten Menschen das auch so sehen und deswegen gerne zu uns kommen. All diese Fernsehsendungen und Beiträge natürlich, auch der Bilderbogen, werden in diesen Schneideräumen produziert. Viele Besucher kamen da heute ins Staunen. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere. Für die Kleinen und Großen ein rundum gelungenes Fest. Programmmacher, Zuschauer und Hörer sind sich wieder einmal näher gekommen.